Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten beiden Videos die verschiedenen Schleifentypen angeschaut. Und while, do while, for und for each Schleife. Und in diesem Video schauen wir uns zum Abschluss der Schleifen nochmal die Konstrukte continue und break an, die man mit allen Schleifentypen einsetzen kann. Ja, ich nehme hier diese Funktion, die wir im letzten Video gebraucht haben, nochmal weg. Und wir machen jetzt eine andere Funktion, die wenn ich überprüfe, ob Array Zeichenfolge enthält. Und dieser Funktion geben wir eben einen String Array. Und auch einen entsprechenden Wert. Ich mache es etwas weiter weg, damit wir die komplette Funktion im Überblick haben. So, und was mache ich in dieser Funktion? Ich mache hier eine For-Schleife, um durch den Array zu iterieren. Das heißt, ich initialisiere mal wieder meine Variable auf 0 für die Schleife. Und dann gehe ich natürlich auf array.length und hier überprüfe ich direkt, ob von diesem Array an der ithen Stelle der Wert hier gefunden wurde. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gebe ich die Anweisung continue ab. Ist jedoch an der Stelle i der entsprechende Wert des Strings, dann soll er eben sofort aus dieser Funktion herausspringen und var zurückgeben. Wenn die Schleife durchläuft und wir konnten kein Element in diesem Array finden, das gleich dem Wert ist, dann geben wir eben false zurück. So. Und wir geben hier einfach diese Strings, die wir uns schon im letzten Video definiert haben, mit an. Und jetzt möchte ich mal überprüfen, gibt es hier den Wert, meinetwegen Unsinn, in diesen Arrays. Und einmal möchte ich die Funktion aufrufen mit, wie wäre es mit Welt? Okay. Und dann schauen wir uns mal an, wie diese Sachen funktionieren. Wir gehen in die Main-Funktion, initialisieren uns unseren Array, wie üblich. Und jetzt rufen wir die Funktion zum ersten Mal auf, offensichtlich mit dem Wert Unsinn, der eben in diesem Array nicht enthalten ist. Und dann gucken wir mal, wie sich die Schleife verhält. Also wir springen hier rein. Wir initialisieren bei der Vorschleife zunächst den Initialausdruck, überprüfen, ob der zutrifft und schauen uns jetzt das Element an der Stelle i an. Das ist eben zunächst Hallo, wenn wir das hier oben nochmal anschauen, Hallo Welt, wie geht's? Und wir sehen, Hallo ist offensichtlich nicht gleich dem Wert Unsinn, deswegen wird diese Anweisung, die im if-Block steht, sofort ausgeführt. Und was macht jetzt continue? Wir lassen den Rest, der nachfolgend ist, im Schleifenblock aus und springen sofort zum Kopf der Schleife wieder zurück. Also jetzt folgt quasi der Aktualisierungsausdruck, wie man sieht, und danach wieder die Überprüfung. Wir gehen wieder in die Schleife rein. Jetzt überprüfen wir Welt auf Unsinn, ist natürlich auch nicht gleich. Continue springt wieder zum Kopf der Schleife. Das heißt, mit Continue kann man verhindern, dass sämtlicher Code, der nach Continue im Schleifenblock steht, ausgeführt wird. Ja? Und da wir unseren Wert hier in keinem Fall finden, gehen wir eben die komplette Schleife durch und am Ende machen wir eben Return False, weil sämtliche Werte in diesem Array
nichts mit Unsinn gleich sind. Okay. Wir könnten uns jetzt hier noch den Rückgabewert natürlich in einer Variable speichern und mit der was machen. Aber es ist ja nur ein Beispiel, der Continue eben zeigt. So, und wenn wir jetzt eben tatsächlich als Wert etwas angeben, was in diesem Array enthalten ist, dann würde eben nicht bei der ersten Überprüfung, da tritt noch Continue in Kraft, aber bei der zweiten Überprüfung wird eben dieser If-Block nicht ausgeführt, weil diese Bedingung False zurückgibt. Und wir geben jetzt sofort True zurück. Das ist vielleicht auch nicht ganz intuitiv, wenn man sich in Schleifenblöcken befindet und man schreibt Return, dann springt man trotzdem sofort aus der kompletten Funktion raus, was man eben bei Return auch ausdrückt. Also wir können hier noch so viele Schleifen ineinander geschachtelt haben, was ich übrigens nicht empfehlen würde. Aber sobald da irgendwo in der tiefgeschachtelsten Schleife Return steht, springen wir eben raus. Das war es dann eben auch schon. Also wir haben gesehen, mit Continue springen wir sofort zum Schleifenkopf zurück. Und mit Return verlassen wir die komplette Funktion, auch wenn das vielleicht nicht ganz intuitiv ist, wenn man sich gerade in einem Schleifenblock befindet. Ich kommentiere jetzt mal diesen Code aus, den wir hier gerade benutzt haben. Und wir schauen uns jetzt eine andere Implementierung dieser Funktion an, die im Prinzip genau das Gleiche macht, aber eben nicht mit Continue im Schleifenblock, sondern mit dem Schlüsselwort Break. Und dazu erstellen wir uns erstmal eine boolesche Variable. Die initialisieren wir auf False. Und dann gehen wir eben nochmal die Strings durch, diesen Array. Gehen wir String an. Was es mit diesem var auf sich hat, das erkläre ich nochmal in einem späteren Video. So, und innerhalb dieser For-Each-Schleife machen wir eine Überprüfung. Wenn dieser String, den wir gerade in unserer Variable haben, gleich dem Wert ist, also genau das gleiche, was wir letztendlich hier gemacht haben, dann sagen wir, wurde Übereinstimmung gefunden, ist gleich true. Danach machen wir eine Break-Anweisung. Und nach der Schleife geben wir eben wurde Übereinstimmung gefunden als Wert zurück. So, und dann gucken wir nochmal, wie sich dieser Code jetzt verhält. Wir springen sofort hier zu dieser Variablen und dann in die For-Each-Schleife. Offensichtlich ist das jetzt eben der Durchlauf, wo kein Wert übereinstimmt. Das heißt, wir kommen niemals hier an in diesem If-Block, weil diese Bedingung hier immer false ist. Und geben jetzt einfach diesen Standardwert false von der Variable zurück. So, und wenn wir jetzt aber mal in die Gefilde kommen, wo beim zweiten Schleifendurchlauf eben der gesuchte Wert gefunden ist, dann setzen wir eben hier jetzt diese Variable auf var und mit der Break-Anweisung, also mit diesem Schlüsselwort Break, springen wir komplett aus dieser For-Each-Schleife raus. Es wird auch nicht mehr nochmals in den Schleifenkopf gegangen, egal bei welcher Schleifenart. Oder in den Testausdruck letztendlich. Also mit Break springt man wirklich sofort hin zum nächsten Statement nach der entsprechenden Schleife, wie man hier sieht. Und da wir vorher eben diesen Ausdruck auf True gesetzt haben, kriegen wir natürlich auch jetzt hier mit, ob der Array die Zeichenfolge enthält. Und hier würde ja dann eben True zurückgegeben. Also zur Zusammenfassung: Continue geht zum nächsten Schleifendurchlauf. Wir landen wieder im Schleifenkopf. Oder letztendlich wird der Rest des Codes im Schleifenblock übersprungen, um es genau zu sagen.
bei der Do-While-Schleife ist ja die Überprüfung erst am Ende. Bei der Break-Anweisung springen wir sofort aus einer Schleife raus. Und wenn ich jetzt einfach mal Break hier oben schreibe, dann sieht man, dass das nicht geht, offensichtlich. Also man muss Break entweder, wir kennen es ja auch schon aus dem Switch-Case-Statement, dass man da Break verwendet, um eben aus dem jeweiligen Fall wieder rauszuspringen und den Switch-Block zu verlassen. Oder eben Break innerhalb einer Schleife, wie hier zu sehen. Und dann wird eben der entsprechende Schleifenblock verlassen. Also Break kann nicht einfach so innerhalb von Code stehen, der keinen Switch- oder Schleifenblock enthält. Wenn wir Schleifen schachteln, das heißt, wenn ich innerhalb meiner Schleife noch eine andere Schleife habe, wie die hier, und was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen will ich hier nochmal irgendwie durchlaufen, und ich mache hier dieses Break, dann sieht man schon hier angedeutet, als ich Break geschrieben habe, dass sich eben Break nur jeweils auf die Schleife bezieht, in dessen Schleifenblock wir sind. Also wenn wir geschachtelte Schleifen haben, dann springe ich mit Break nicht komplett raus aus allen Schleifen, sondern jeweils nur aus der, in der ich mich mit diesem Break-Statement gerade befinde. Das sollte man auch beachten. Ich würde Ihnen aber sowieso raten, die Lesbarkeit von Ihrem Code wird deutlich abnehmen, wenn Sie mehr als zwei geschachtelte Schleifen haben. Das heißt eine äußere und eine innere. Sobald Sie eine dritte machen, eine vierte. Ihr Code wird sehr, sehr schlecht lesbar. Damit braucht man auch länger, um damit zu arbeiten, um ihn zu warten, um ihn zu modifizieren und so weiter. Also ich würde empfehlen, wenn Sie wirklich auf eine Situation stoßen, wo Sie mehrere Schleifen schachteln, dann machen Sie eine innere Schleife letztendlich bloß zu einem Funktionsaufruf und in dieser Funktion schreiben Sie dann Ihre Schleife hin und machen dann bestimmt. Also im Normalfall hat eine Schleife auch einen bestimmten Sinn, warum man sie durchläuft. Und genau diesen Sinn kann man eben im Methodennamen ausdrücken und genau das ist dann eben deutlich besser lesbar, als wenn Sie 3, 4, 5 geschachtelte Schleifen ineinander haben. Okay, also Break und Continue beziehen sich jeweils nur auf die Schleife, die sie enthalten. Also Break bezieht sich nicht hier auf das If, das könnte man vielleicht noch auch missverstehen. Break bezieht sich wirklich auf diesen Schleifenblock hier. Und ja, wir haben gesehen, wie wir die Flusskontrolle eben mit diesen beiden Schlüsselwörtern in den 4 Typen steuern können. Also Continue und Break können Sie in jeder beliebigen Schleifenform anwenden. Und damit machen wir jetzt das Kapitel über die Schleifen dicht und kommen zum einen der letzten Grundlagenkapitel. Das sind eben die Operatoren, die wir letztendlich uns nochmal genauer anschauen. Was gibt es denn für Operatoren und wo wende ich welche an? Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.